Wäre das möglich? Ich gucke gerade, ob ich die vielleicht sogar schon eben machen kann. Genau, also was du da hast, ne? Ganz entspannt. Wir machen das zusammen hier. Ich bereite das mal vor. Dings raus. Die Wasserpumpen. Moment, ich suche sie gerade. Hier die beiden Gewässerpumpen habe ich ja. Danke. Brauchst du Rohre? Dann nimm auch raus. Fürs Wasser. Noch nicht, wir können ja gleich zusammenarbeiten. Ich bereite das mal vor und dann reise ich hier nämlich alles ab. Dann haben wir natürlich keine Stromversorgung mehr, was ja nicht tragisch ist. Ne? Dann haben wir für die Zeit mal nichts. Aber ich gebe dir jetzt erstmal ganz entspannt Zeit, das alles zu bauen. So lange haben wir auch Strom. Okay? Ja, das ist sehr gut. Ja. Als andere wäre es auch ein Desaster. Ja, als allererstes immer den Strom wegnehmen, damit alles zusammenbricht. Das ist immer sinnvoll. Genau so macht man das. Brauchen wir auch eine Zentrifuge? Nee. Die können wir aber hier benutzen, weil die Zentrifuge ist nur dafür da, den abgelutschten Uranbrennstoff wieder in geiles Zeug umzuwandeln. Okay. Also, sagen wir mal so, für den Coverex-Prozess vorzubereiten. Ja. Die geht aber jetzt auch weg, das machen wir anders. Also vom Prinzip bleibt das so, aber anders, weißt du? Ich sehe die Sachen nicht, die du brauchst. Ach, die müsstest du aber haben. Weil gebaut sind sie, also müsstest du sie haben. Die findest du nirgendwo mehr. Warte. Also die Rohre findest du alles auf dem zweiten Reiter, Produktion, in der zweiten Zeile. Ah, da. Ich habe mir was Grünes gesucht. Oh, ja. Okay. 79 Minuten in der Produktion. Was zur Hölle? Ja, da siehst du mal, was ich hier gearbeitet habe, während du da mit deinen Tränken rumgefaulenzt hast, weißt du? Hä? So dieses, ja, der Fussel macht ja nur ein bisschen Atomkraft. Da siehst du mal, was ich hier mal locht habe. Wie ein Stier habe ich das gemacht. Oh, das sind so übertrieben lange. Ja, wenn du alles irgendwie selber herstellst, du kannst ja viele Sachen abgreifen. Weißt du? Das ist dann die Endsumme, wenn du wirklich alles von der Pike auf selber machen willst. Genau, genau. Verstanden, okay. Ganz so irre sind wir ja nicht. Eben. Also wir sind irre, aber nicht. Aber so nicht so irre. Genau. Ich mach, soll ich Lagertanks da dran bauen? Ist eigentlich eine geile Nummer, ne? So brauchen wir Stahlträger. Wo ist auch Stahlträger? Ja, ja. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Wer hat denn das Ding hier gebaut, ehrlich? Das ist wieder perfekt gebaut. Man kommt nicht drum rum. Du weißt, dass ich jetzt wieder übertreibe, ne? Das ist dir bewusst, oder? Also 480 Watt ist total bescheuert, ja, das weiß ich. Megawatt, mein Freund, Megawatt. Ja, Megawatt. Das wird ja, das mega. Weißt du? Das wird mega. Ich bin ja bekannt dafür zu übertreiben, ne? So. Das haben wir. Stahlträger. Wollte ich denn mal Lagertanks wollte ich machen, ne? Wo haben wir denn hier Eisenplatten? Zufällig welche gefunden. Nur 22? Nö, nee, komm, da brauchen wir. Ne? So. Stahlträger haben wir genug. Beton brauche ich noch. Hast du irgendwo auch Beton? Ja, hier oben ist eine Betonproduktionsanlage. Hier gar nicht weit weg. Ah, danke. Wunderbar. So, Beton. Ja, nein. Ich mach mal eben mein Inventar ein bisschen mehr. Ich habe schon wieder so viel Holz in der Tasche. Rohre und rote Schaltkreise. So, dann hatten wir hier doch auch irgendwo einen Steinabwurfschacht, ne? Und dann mache ich Steine auch noch weg. Ich brauche keinen Beton, oder? Ein Scheiß im Inventar, ne? So. Wo konnte man denn hier Kupfer auflegen? Hatten wir da auch irgendwo, ne? Stahlträger. Das ist immer noch der limitierende Faktor. Wie bitte? Bin ich hier auch irgendwo eine Kupferablage?
Ne, alles gut, ich hab. Ja. Haben wir. Da ist eine, ja. Ich hab einfach mal reingeworfen, weißt du. Kackendreist. So wie man mich kennt. Ja, 48 Stück. Von den Dampfturbinen braucht es ja doppelt so viele wie von den Wärmetauschern, ne? So sieht's aus, genau. Mal einmal das Inventar richtig schön leer machen, ne? Für die Nummer jetzt. Wir hatten doch hier irgendwo, da ist doch die Restmüllkiste, ne? Wo unsere ganze Ausrüstung reinkommt. Richtig. Kann das sein, dass Gorilla da so ein paar Sachen noch nicht reingelegt hat? Kann sein, ne? Nein. Ich mache immer alles vorbildlich. Alles klar. Wo sind denn hier die... Ich habe noch ein paar gelbe Tränke in der Tasche. Kann ich die denn mal loswerden? Wo war denn hier die Versuchsanstalt? Gorillas kleine Versuchsanstalt. Wo ist die denn? Wenn ich die einfach auf irgendein Band lege, das wird doch nur Chaos verursachen. Ah, ja. Da ist er. Und dann schmeiße ich die einfach mal mit rein. 33 Tränke. Sehr gut. Hier fehlen übrigens blaue Tränke, ne? Mhm. Das fragen wir aber nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt gerade anderes zu tun. Woran liegt das? Wer kann denn hier Batterien gebrauchen? Ich habe nämlich noch Kunststoff in der Tasche, weißt du? Es werden übrigens immer noch zu wenig rote Schaltkreise produziert. Ja, glaube ich. Das ist ein total schlechter Witz. Aber wer braucht denn hier Batterien? Hier brauchte doch irgendjemand Batterien, oder? Wo gehen denn die Batterien? Haben wir nicht hier irgendwo eine Batterieproduktion? Alter, weißt du, wie viel? Die Munitionskisten sind komplett voll. Oh, ist das schön. Oh, warte mal. Einfach so eine Müllkiste, okay. Weißt du? Was denn? Ich hab nichts gemacht. War das nicht. Ist klar, mein Engel. Warte mal, hier gibt's doch, ich dir da nicht. Hier gibt's doch Züge, ne? Das sind die blauen Tränke, hast du gesagt, die laufen auf, ne? Die sind natürlich voll, ne? Befürchte ich. Da kann ich jetzt keinen Brennstoff reinbauen, ne? 56% schon, okay. Warte mal, wie kann ich die verarschen? Der Zug geht. Für dich nicht relevant, aber der Zug geht. Ja, schon relevant, weil ich ja dazu neige, mich damit umzubringen. Ja. Ungewollt natürlich. Natürlich. So. Und eins und zwei. Die Kissen sind alle voll, ne? Also ich nicht. Ich habe schon jetzt seit der Hochzeit nichts getrunken. Ich bin nicht voll. Ist aber schade. Oh. Ich hatte letztens mal wieder so uns, also mich erinnert, wie wir einmal, will nicht sagen übertrieben haben, aber war doch ganz nett. Als wir übertrieben haben. Ja. Das war hart. Aber waren schöne Zeiten. Das kann ich jedem hier sagen, das war hart. Ja. Schlimm. So, wie krieg ich denn. Wie krieg ich denn.
Wenn man das jetzt hier in den Coverex steckt, ne, ist doch auch nicht verkehrt, oder? So, guck mal hier, schön leer. Also, jetzt baue ich mal was auf. Jetzt, Leute, jetzt kommt. Jetzt kommt. Boah, das wird super. Ob das an Platz reicht? Ich weiß es nicht. Fertig. Ja. Der Kernreaktor. Ich habe eigentlich gedacht, der dauert länger. Nö, nö. Okay. Kann ich hier rüber? Ja, hier ist zwar noch genug Platz, ne? Ja. So, wir brauchen 48 Wärmetauscher, aber wir hatten ja auch schon welche. Ja. Limitierender Faktor. Ist. Das ist der limitierende Faktor. Ich wollte gerade fragen, ich habe mir doch Rohre mitgenommen ohne Ende, aber die habe ich alle für die blöden Dinger gebraucht, ne? Verdammt. Na gut. Hole ich mir noch ein paar Rohre. Ich weiß ja, wo es welche gibt. Dort kommt kein Zug. Gleise immer schräg, ne? Das ist wichtig, damit man länger auf den Gleisen ist, wenn ein Zug kommt, dass man dann auch schön weggenudelt wird. Du willst weggenudelt werden. Von den Zügen, ja. War schon immer ein Traum. Einmal so richtig schön überfahren werden, weißt du? Das muss man mal eher sagen. Wieso? Hm? Wieso? Warum? Was? Möchtest du mich dann wegnudeln, oder was? Ja, wegnudeln lassen. Ach so. Ich selber bin natürlich raus. Schade. Die Zuschauer einfach nur. Mit dem Facepalm. Wärmetauscher sind ganz schön teuer, ey. Ja, sag ich dir. Manometer. Da siehst du mal, was ich hier die ganze Zeit so mal eben nebenbei produziert habe, weißt du? Wenn du da mit deinen Tränken rumgemacht hast. Du hast den ganzen Scheiß mit den Sachen produziert, die ich eigentlich nur für mich habe. Ja? Also jetzt tu mal hier nicht einen auf Held. Die er nur für sich hat, guck mal. Ich darf nicht mehr an seinen roten Dingern spielen, weißt du? An seinem Pavian-Arsch. Typ. Mir einen erzählen, ey. Sind doch nicht mehr alle. Das sind wir doch. Gorilla günstig abzugeben. So. Sag mal, wir haben 18.20 Uhr, ne? Wer klingelt denn jetzt bei mir? Jetzt hat jemand gegeben. Geh mal eben gucken. Ich bin doch da. Dann kann ich ja auch mal was reden. Soll ich mal gucken gehen? Ja, dann. Ich mach mal eben Mikro aus. Ich bin gleich wieder da. Hier klingelt irgendjemand. Kann nur wichtig sein. Prostituierte. Sei immer das gleiche bei dem Herrn, ne? Nee, keine Ahnung. Eigentlich kriegt der Herr selten jemanden zu Besuch, jetzt zumindest unangekündigt. Er ist ja ein ganz korrekter, der Herr. Und da hast du schon Angst, unangekündigt mal bei dem aufzuschlagen. Das machst du eher gar nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was er jetzt gleich erzählen wird. Wer ihn da überrascht hat. Ich bin's nicht. Das ist ja wohl glasklar, dass ich es nicht bin. Auch wenn es gerne wäre, wäre ja lustig. Was? Kein Eisenrad. Kann Eisenrad nicht einfügen. Inventar voll. Ach, das will er mir erzählen. Ja, ja. Ist immer das Gleiche mit dir. Wer war's? Hermes. Ah, Hermes, ich bring die Eier. Ja, weiß ich nicht. Ob der Götterbote, man weiß halt nicht so genau. Nee, Nachbarin hatte wieder was bestellt. Und du nimmst das an. So ein Held bist du. Oder ist das jetzt so ein Ding, ist nie angekommen? Es kommt drauf an, was das ist, ne? Wenn das ein Schlüpper für Frauen ist, dann brauche ich den nicht. Okay. Ist ein Deal. Ne? Kann man sich drauf einlassen, ja. Finde ich. Also, ne? Ich keine Ahnung, was das ist. Ich war jetzt auch vor kurzem ein Paket abholen, bin dann zu DHL gegangen. Ja. Dann haben die mich gefragt, ja, was ist das denn, was sie da abholen wollen? Geht sie doch Scheiß an. Ja, zum einen das, genau, das geht sie eigentlich Scheiß an, richtig. Zum anderen habe ich ihm dann gesagt, ja, das wird höchstwahrscheinlich einfach
zwei brauche ich noch. Das wird höchstwahrscheinlich Hundefutter sein. Mhm. Dann guckt er da bei sich rum und sagt, ja, nee, haben wir da nicht hier. So ein großes Paket habe ich. Habe ich irgendwo an der Tür stehen, dass ich da bin? Oder was? Hat schon wieder einer geklingelt? Ich bin gleich wieder da. Vielleicht ist das die Nachbarin, die es abholt. Sekunde. Ja. Unglaublich. Ich erzähle euch gleich die Story weiter, aber da warten wir natürlich drauf, dass der Fusilitor dabei ist. Der darf das nicht verpassen. So eine grandiose Story von mir, weißt du? Die sind ja mal galaktisch gut. So, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal genug Wärmetauscher produziert. Da wird er sich jetzt gleich sehr drüber freuen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch die Dampfturbinen bauen. Ich kontrolliere das lieber nochmal. Wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß produziere und er kriegt da mit, dass ich das gemacht habe, dann habe ich hier lange mitgespielt. Und dann war es dann auch. Dampfturbine, ja, ja. Die brauchen wir noch in rauen Mengen. Wie teuer sind die denn? Was können wir denn an Dampfturbinen bauen? Ach du heilige Scheiße. Ja, die brauchen viel. Das sagen wir mal viel. Dabei kann man es ja einmal belassen. Oh, auf jeden Fall viel. So. Müssen wir alles reinklatschen, was wir können. Die fressen uns hier die Haare vom Kopf. Ja. 9 Stück haben wir von 15. Ist noch nicht ganz so viel. Und ich muss jetzt gucken, woher ich ganz viel Kupfer kriege. Woher soll ich jetzt so viel Kupfer kriegen? Kann ich mir jetzt ja eigentlich erstmal 2 Stunden lang ans Fließband stellen und die Sachen einsammeln. Ja, wir haben ein Fließband. Ach, guck mal, hier ist ein volles Fließband. Ja, wunderbar. So, da bin ich wieder. Ja, tut mir leid, Leute, aber das ist halt, wenn du mit anderen Menschen dir einen Planeten teilst, weißt du? Ja. Ich habe immer gesagt, hör auf damit. Was soll ich denn machen? Ja. Ja, aufhören damit. Ja, würde ich ja gerne, aber machen die Leute ja nicht. Die sind ja immer noch da, ne? Dann habe ich auf Corona gehofft, aber das blöde Virus hat ja auch nichts hingekriegt. Hat er nicht gesagt. Doch, ich meine das auch ernst. So. Hat er. Ich brauche noch ein paar Zahnräder. Ja? Hm? Was will er? Ach, kann schon wieder nicht eingefügt werden. Immer. Jetzt soll er aber auch mal aufhören, mich hier zu nerven. Wieso, was ist denn? Was hast du denn schon wieder? Ja, man hat hier nie genug Platz für irgendwas. Nee, hat man auch nie. Sag es doch. So. So. Ich will noch mehr Zahnräder mitnehmen. Mach das doch. Zack. Jetzt laufen wir mal schön wieder hoch. Dann geht der Spaß wieder von vorne los. Und jetzt sind wir echt mit dieser Rüstung jetzt auch langsamer. Also ist das mein Fazit? Ja, dass wir jetzt langsamer sind. Mein Gefühl sagt mir das. Ist nicht fair. Ist nicht schön. Irgendwie nicht, ne? Also, finde ich nicht in Ordnung. Das ist echt komisch. So. Und weiter geht's. Ah. Also 10 Turbinen haben wir schon mal. Juhu, ich habe soweit schon mal was vorbereitet. Baue ich die schon mal dahin oder nicht? Müsste ja theoretisch so klappen, ne? 27 haben wir schon mal. 28, 29, 30, okay. Dann kommen nämlich jetzt hier logischerweise die Turbinen dran, ne? Und dann kommen hier oben die Dampferzeuger dran. Mhm. Ne? Ja. Dann muss man mal gucken, hier irgendwo kommen die Dinger dran. Dann ist hier die Wasserversorgung. Gut, andersrum wäre natürlich sinnvoller, weil das ist, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn wir nämlich 33. jetzt sagen, warte mal, wir brauchen 2x Wasserversorgung hier, ne? Zahnräder brauchen wir nochmal. Man glaubt es kaum, aber ich brauche nochmal Zahnräder. In rauen Mengen. Ja.
Strom brauchten die ja nicht, ne? Die produzieren da einfach Wasser, ne? War doch richtig, oder? Ja, 48. Aber wieso nur 300? Ja, ich hab jetzt gleich alles.